Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst aus der St. Stephanuskirche in Egesdorf. In unserem Kirchenkreis feiern wir seit Corona Gottesdienste in diesem Format, was schon gar nicht mehr so ungewohnt ist wie anfangs. Dennoch fehlen Sie mir, fehlt ihr mir als Gottesdienstbesucher und Besucherinnen hier in der Kirche. Immerhin sind wir über das digitale Medium miteinander verbunden. Dieser Sonntag trägt den Namen Rogate, das heißt bittet, betet. Um dieses Thema geht es heute. Lasst uns diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer. Schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm einer Mutter bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag und im Dunkel der Nacht hast du für mich gewacht. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich steh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel im Leben bist du. Am lichten Tag und im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag und im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. Lasst uns beten mit Worten des 95. Psalms. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Amen.
Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 15, die heute auch Predigttext sind. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Liebe Zuhörende und zusehende Gemeinde, wo und wann beten Sie am liebsten, wenn Sie überhaupt zu denen gehören, die regelmäßig beten? Zu Hause, abends allein im Bett, bevor Sie die Augen schließen? Oder vielleicht morgens beim Frühstück mit der Ehefrau, bevor die Zeitung gelesen wird? Oder gar nicht, es sei denn, etwas Schlimmes, Unvorhergesehenes wie die Pandemie passiert und dann kann es ja nicht schaden, sich an Gott zu wenden. Es ist tatsächlich so, Not lehrt beten. Und es beten dann Menschen, die das zuvor nie getan haben. So wie der italienische Arzt, der in den ersten Wochen von Corona in einem völlig unzureichend ausgestatteten Krankenhaus arbeitete und dort mit dem Tod vieler Patienten und Patientinnen am Ende seiner Kraft resümiert. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Jetzt aber müssen wir es zugeben. Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind, dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken. Ja, es ist so. Die Zahl der betenden Menschen soll laut Statistik mit der Corona-Krise angestiegen sein. Wo und wann beten Sie? Betet ihr? Eher alleine für sich oder genießen Sie das gemeinschaftliche Gebet mit anderen zusammen, zum Beispiel in einem Gottesdienst? 8 Wochen lang haben wir in unserer Kirchengemeinde hier in Egesdorf auf dem Kirchplatz vor unserer Kirche mit einer Handvoll Menschen, manchmal waren es ein paar mehr, allabendlich gesungen und gebetet. Fester Bestandteil war dabei das Vaterunser, laut und gemeinsam gesprochen, unter freiem Himmel. Dieses Ritual hat gut getan. Da war nichts peinlich. Selbst dann nicht, wenn Fahrradfahrer vorbeifuhren oder Spaziergänger vorbeigingen und sich vielleicht über uns gewundert haben. Eine kleine Gruppe von Menschen, die da öffentlich vor aller Augen sichtbar betet. Ich selbst bin mit dem Gebet groß geworden. Vor den Mahlzeiten wurde bei uns ein Tischgebet gesprochen, meistens vom Vater eingeleitet. Und abends kam unsere Mutter in die Kinderzimmer, sie sang mit uns breit aus die Flügel beide oder sie sprach ein aus damals typisches Kindergebet mit uns. Nicht immer waren wir Geschwister bei der Sache, aber es war ein wichtiges Ritual, das irgendwie für einen kurzen Moment Gemeinschaft stiftete, selbst wenn wir Kinder vorher noch im Streit miteinander gelegen hatten. Und es gab diesen Moment der Konzentration. Alles andere, vorher so Wichtige, verschwand dahinter. Jetzt rückte für mein kindliches Gemüt Gott ganz kurz in den Blickpunkt, in den Mittelpunkt. Es tat gut, ihm vor dem Schlafengehen ins Kinderzimmer und ins Herz zu lassen, allabendlich. Diese Tradition hat mich tief geprägt und sie hilft mir bis heute, mit dem Gebet normal und unverkrampft umzugehen. Das kann am Sterbebett eines Todkranken sein, wenn ich einfach beginne, das Vaterunser zu sprechen und die, die mit am Bett sitzen, sprechen mit, stimmen mit ein. Oder das gottesdienstliche Gebet mit anderen zusammen gibt mir persönlich Kraft. Auch in Zeiten, in denen ich Worte formuliere, aber nicht wirklich bei der Sache bin, Zweifel in mir trage oder manches Mal selbst darauf angewiesen bin, dass andere für mich Fürbitte halten. Menschen beten zu ganz unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlicher Form und Verfassung. Wie sieht Ihre Art des Betens aus? Lieben Sie das freie Gebet
Oder mögen Sie eher vorformulierte Gebete wie das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser? Ich kenne Menschen in meiner Gemeinde, die das Herzensgebet lieben und praktizieren. Sie beziehen den eigenen Körper und den Atem mit ein und fühlen sich so ganzheitlich verbunden mit der Geisteskraft, mit dem Schöpfer, wie auch immer ich den Namen bezeichne, zu dem jemand betet. Beten Sie lieber zu Jesus, der uns das Vaterunser geschenkt hat, oder doch lieber zu Gott? In unserem Predigtext aus dem Matthäusevangelium ist es Jesus, der seinen Jüngern sagt, wie sie beten können. Jesus sieht in Menschen, die öffentlich beten, potenziell eher Wichtigtuer, die gesehen werden wollen. Ich frage mich, ob er diesen Betenden gerecht wird. Sind das wirklich alles Heuchler? Es mag Menschen geben, die sich damit brüsten und gesehen werden wollen, wenn sie öffentlich beten, frömmelnd und unehrlich. Normalerweise aber ist das Gebet eine Einladung, vor Gott zu treten, ihn um etwas zu bitten, ihm zu danken und zu loben. Das öffentlich gemeinsam gesprochene Gebet in unseren Gottesdiensten stärkt das Miteinander, untereinander und mit Gott. Aber natürlich kann jede und jeder auch für sich alleine beten und mit Gott sprechen. Mir sind Gebete suspekt, in denen alle zurzeit existierenden Krisen und Weltprobleme in einem Atemzug genannt und aufgezählt werden und Gott damit quasi vorgeschrieben wird, was er in welcher Krise zu tun und zu lassen hat. Gott, mach bitte das, ist so ein typischer Beginn eines Fürbittengebetes. Irgendwie finde ich das unpassend. Und bei Matthäus im Evangelium heißt es, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihnen sollt ihr nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wenn Gott eh schon weiß, was wir brauchen, wozu dann noch beten? Oder wollte Jesus uns einfach nur zeigen, dass wir immer die Möglichkeit haben, mit Gott zu sprechen, ohne bestimmte Inhalte im Vorfeld auszusuchen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott unsere Gebete erhört. Und im Vater unser wird alles Wesentliche zusammengefügt, wie wir beten können. Da braucht es keine extra Bitten für bestimmte Situationen. Gut, es kann sein, für den Betenden kann es gut sein, sich alles von der Seele zu reden, was ihn, was sie bedrückt, was stört, was belastet, aber auch was zum Danken anregt. Im Grunde aber fasst das Vaterunser zusammen, worum es im Gebet geht. Erst einmal dürfen wir Gott Vater nennen. Und wer in der Kindheit einen gütigen, liebevollen Vater hatte, weiß, dass diese Anrede Vater viele Türen öffnet. Gott ist nicht der Ferne, der Unnahbare, sondern wir dürfen uns ihm nähern und im Gebet anvertrauen wie einem fürsorglichen Vater. Und dann wird das Wesentliche in den ersten drei Bitten des Vaterunsers formuliert. Erstens, Gottes Name soll geheiligt und kein anderer verherrlicht oder angebetet werden. Zweitens, auf sein kommendes, zukünftiges Reich blicken wir voller Zuversicht. Und drittens, es ist sein Wille, der hier auf Erden geschieht. Reicht das nicht aus, diese Vergewisserung? Gott ist bei uns, er lenkt diese Welt und er verspricht uns eine Zukunft, die schon hier begonnen hat. Dann folgen drei weitere Bitten für uns für das Zusammenleben in einer größeren Gemeinschaft. Wir bitten um Brot und um Vergebung. Niemand soll hungern. Das können wir Menschen selbst regeln, wenn die Gier nicht größer wäre als die Mitmenschlichkeit. Wir werden immer wieder mit Bösem konfrontiert. Wir werden schuldig am anderen, an uns selbst, an Gott. Wir führen Kriege und lassen Menschen in Not zurück. Auch das ist unsere Aufgabe,
hier das Richtige zu tun und uns nicht vom Bösen leiten zu lassen. Herr, führe uns nicht in Versuchung. Um diese Dinge können wir in der Tat Gott immer um Hilfe bitten, dass er uns gut sein und Gutes tun lässt. Dafür ist das Gebet gut und wichtig. Denn wenn wir ehrlich sind, alleine bringen wir nicht zustande, was für uns gut wäre. Wer betet, hat ein Gegenüber, eine Instanz außerhalb seiner selbst. Da kann man alles abladen, was einem auf der Seele brennt. Man kann für das Schöne danken und um vieles bitten. Ich bin mir sicher, unsere Gebete verhallen nicht im Nichts. Sie werden beantwortet, oft anders als in unserem Sinne, aber sie werden erhört. Amen. Auf diesem wunderbaren Kirchplatz beten und singen wir allabendlich seit 9 Wochen. Und so lasst uns nun hier beten. Froh und dankbar bin ich, Gott, dass ich zu dir kommen kann mit all dem, was mich bewegt, mit meinem Dank, mit meiner Bitte, mit meiner Klage. Doch oft ist es gar nicht so einfach, Gott, meine Gedanken so zu ordnen, dass ich sie in geordneten Sätzen vor dich bringen kann. Es fällt mir nicht leicht, meinen Dank in Worte zu fassen, meine Bitten zu formulieren und meine Klage in Sprache zu verwandeln. Es ist mehr ein Gefühl in mir, Gott, dass ich deine Liebe und deine Gnade, dein Erbarmen, dein Zuhören brauche, jeden Tag neu. Und so bitte ich dich, sieh du in mich hinein,
Du weißt besser als ich, was ich brauche und was mir gut tut. Nimm du meinen Dank an, für den ich keine Worte finde, meine Bitten, die unausgesprochen bleiben, und meine Klage. Gott, ich bitte dich, bleib du mit deiner Gnade bei uns. Schenke uns dein Erbarmen und lass dein Licht leuchten in uns allen. Amen. Und ich spreche stellvertretend für alle das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der gnädige und barmherzige Gott, Gott Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist. Amen.